Willkommen zurück zu einer weiteren tödlichen Folge Dead Space, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder tödlich mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen, insgesamt dreimal für eine Plattform eurer Wahl, PC, PlayStation oder natürlich Xbox. Und das Ganze wird gesponsert von Nvidia Broadcast Yourself. So, wir machen weiter. Euer Eindruck bisher vom Dead Space Remake gelungen? Oder sagt ihr, nee, gar nicht meins. Voll doof, will ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier schaue. Ich schaue einfach weiter, aber eigentlich jede Faser meines Körpers hasst es. Jede Menge Brocken. Da war jemand fleißig und hat ordentlich aufgeräumt. So, wir sollen hier hoch. Kann man hier noch irgendwas Spannendes finden? Ja, jetzt sind wir wieder am Start, denn hier haben wir den Plasma-Cutter gefunden. Alles klar, Isaac. Einmal nach oben, bitte. James? Bitte in den 98. Stock, solange wie der Aufzug hier geht. Hey, hey, hey! Da sind ja meine Freunde. Na, Jungs? Wo joggt ihr rum? Die rennen sogar von mir weg, ne? Die wissen einfach, ich hab ein böses Image. Und tschüss. Die rennen wirklich vor mir weg. Unglaublich. Dankeschön. Dankeschön. So, einen Knoten nehme ich auch noch mit. Aber ich glaube, sonst haben wir hier alles. Ich habe jetzt schon Stimmen gehört, die haben gesagt, Alter, du übersiehst ja alles. Ist ja furchtbar. Schau dich doch mal genauer um. Ich wüsste nicht, was die Leute meinen. Also, keine Ahnung. Wir gehen schon eigentlich überall rein. Wie sie sich noch von hinten ranmogeln, ne? Weißt du, durch diese Panikmusik und das Geschrei kannst du ab und zu gar nicht einstufen, woher die kommen. Plunze. Necromorph-Plunze. Das ist mir doch die Liebste. Also ja, wir spielen eigentlich schon relativ gründlich. Klar kann man bestimmt irgendwo irgendwas noch finden. Aber meines Erachtens übersehen wir hier nicht 90%. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Ich würde gerne auf den Snackautomaten zugreifen, geht aber nicht. Was für eine unheimliche Puppe. Oh mein Gott, die weint, wenn man sie anschießt. Okay, die Puppe ist super creepy. Bitte entfernen Sie diese Puppe von der Ishimura. Können wir die nicht irgendwie wegnuken? Das wäre sehr nice. Boah, das sieht so heftig gut aus. Ja, ich würde sagen, einfach gehen, Isaac. Such dir eine neue Freundin. Es wird Zeit. Yo. Einen Moment. Ja, so sieht er aus. Der Isaac. Optisch seinem Synchronsprecher angepasst. Natürlich der aus dem Original, nicht der aus dem Deutschen. Hey Isaac, ich könnte Hilfe gebrauchen. Moment, hier, Zack. Erkundigung über familiäre Hintergründe. Wir haben Folgendes über diese Spezialisten herausgefunden, die für Reparaturmission geschickt wurden. Isaac Clark, Isaac
wurde als Sohn von Paul und Octavia Clark auf der Erde in der Ostküstenregion der amerikanischen Republik geboren. Paul Clark war ein preisgekrönter Schiffsarchitekt, der bei der Galactic Union Marine Corps angestellt war. Seine Aufzeichnungen zeigen, dass er längere Zeit von seiner Heimatwelt und seiner Familie getrennt war. Nach der Geburt von Isaac wurde Paul vorübergehend in ein GUMMC-Schiffsproduktionslager auf der Erde versetzt. Während des vierjährigen Aufenthalts zogen Paul und Octavia Isaac gemeinsam auf. Danach schickte man Paul auf einen längeren Einsatz außerhalb der Erde. Paul hat wohl einen starken Einfluss auf seinen Sohn ausgeübt. Aufzeichnungen zeigen, dass Isaac ein Studium des Maschinenbaus und der Elektroniktechnik aufnahm, das er mit Auszeichnung abschloss. Er ist also wirklich ein verdammt guter Ingenieur. Medizinische und psychiatrische Berichten zufolge hatte die Abwesenheit von Paul Clark tiefgreifende Auswirkungen auf Octavia. Sie litt unter Depressionen und persönlichen Ängsten, bis Ärzte sie ermutigten, eine ehrenamtliche Arbeit auszuüben. Es wird angenommen, dass sie auf diese Weise mit der Unitology-Kirche in Kontakt kam. Ach, guck mal an, das wusste ich gar nicht. Sind das neue Informationen oder lag das auch schon im Original? Ich wusste nicht, dass Isaacs Mutter eine Unitologin war. Zunächst schien die Verbindung mit der Kirche ihren physischen Zustand zu verbessern. Die Absage ihrer Therapiesitzung deckte sich mit den Ankündigungen der örtlichen Kirchengemeinde zu ihrer Einweihungsfeier. Es gibt Hinweise darauf, dass sie einen Großteil des Familienbesitzes verkaufte, um die Vollmitgliedschaft in der Kirche und die für den Eintritt in die höheren Ränge erforderlichen Seelenreinigungen zu finanzieren. Isaac scheint für eine renommierte Ingenieurschule ausgewählt worden zu sein, aber wir vermuten, dass er sich das Schulgeld nicht leisten konnte, da Aufzeichnungen zeigen, dass er stattdessen mit Hilfe von Stipendien und finanzieller Unterstützung eine weniger bekannte Schule besuchte. Nachdem er seinen Abschluss mit Auszeichnung bestanden hatte, meldete sich Isaac bei der Handelsmarine. Er machte sich schnell einen Namen für seine einfallsreichen technischen Lösungen und wurde nach 2 Jahren in eine höhere Position befördert, die näher an der großen Schiffsfahrtrouten lag. Isaacs Karriere stagnierte zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig gibt es Berichte aus der Psychiatrie, dass sich der Gesundheitszustand seiner Mutter verschlechterte. Und aus den Bankunterlagen geht hervor, dass Zahlungen an eine psychiatrische Einrichtung für die Behandlung geleistet wurden. Dort lernte Isaac eine Ärztin und Neuropsychiaterin namens Nicole Brennan kennen, deren Name auf Octavias Ärzteliste erscheint. Die beiden lebten zusammen, bis Brennan eine Beförderung annahm und auf die USG Ishimura versetzt wurde. Pauls Rückkehr von seinem ausgedehnten Einsatz fiel mit Octavias Entlassung aus dem Krankenhaus zusammen. Pauls Dienstunterlagen sind nach wie vor geheim und wenn er sich nicht Isaac anvertraut hat, hat er seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Die nächsten Aufzeichnungen, die wir haben, sind Todesanzeigen für Paul und Octavia. Ihre Leichname wurden zusammen mit dem gesamten Nachlass der Clarks in die Obhut der Unitology-Kirche übergeben, offenbar auf Wunsch von Octavia. Isaacs wiederholte Bitten um die Rückgabe der sterblichen Überreste seiner Eltern scheinen ignoriert worden zu sein. Da die Kirche jegliche Nachforschung über ihre Mitglieder verweigert, ist die Todesursache unbekannt. Insgesamt ist Isaac mehr als qualifiziert für einen Job wie den auf der Ishimura. Allerdings würde ich mit ihm eher über Politik als über Religion sprechen. Kendra Daniels, ich konnte in der kurzen Zeit nicht viel herausfinden, aber Dalton schwört auf sie. Anscheinend ist sie aufgrund seiner Empfehlung bei der Mission dabei. Wenn er denkt, sie hat das Zeug dazu, kann ich kaum widersprechen. Okay, jetzt wissen wir mehr. Ja, das ist eben Teil des ausführlichen Let's Plays. Ich will mir das alles genau angucken, weil mich einfach die Thematik von Dead Space interessiert. Wenn das doof findet, es gibt so viele andere Let's Player, ne? Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er.
Na, sieht wild aus, ne? Sieht wild aus. Hätte mitkommen sollen. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Singularitätskern überlastet. Bitte sofort evakuieren und den Testabstand einlegen. Los! Wie, jetzt sie schon tot? Okay, sie ist tot. Tja. Das war's. Mach mal eine Pause, Kumpel. Geil, Mann. Ich wusste gar nicht, dass Isaacs Mutter in der Kirche war. Habe ich echt nicht gewusst. Oder vielleicht habe ich es gewusst und habe es irgendwie vergessen. Das kann auch sein. Aber er hatte eine tiefe Abneigung gegen Unitology, was ich absolut verstehen kann. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Fuck. Dekalion war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht... Er ist verstorben? Sogar der Captain? Oh Gott! Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Jim? Oh Gott! Hammond, komm! Daniels? Hammond? Tja, jetzt müsste man Downfall gesehen haben von Dead Space. Dann weiß man auch, was mit dem Captain passiert ist und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das hier über Audiologs alles aufgebröselt wird. Aber Downfall ist schon ganz stark, was es angeht. Deswegen habe ich ja gesagt, schaut euch das unbedingt an. Es lohnt sich, wenn man Fan von der Dead Space-Thematik ist. Okay, was ist das hier? Badezimmer. Ab unter die Duschen. Wir gehen duschen. Okay, hier liegt noch ein bisschen Muni rum. Ist halt super dark, ne? Credits. Mehr nicht. Mehr gibt's hier nicht im Badezimmer. Moment. Liegt da was? Nee. Im super düsteren Badezimmer gibt's nicht mehr. Gut. Am Ende werde ich eh wieder super mega OP sein. Wie in jedem Dead Space. Ich spare mich auch immer tot. Schwaben-LP hätte ich mich nennen sollen. So sparsam, wie ich jedes Mal bin mit allem. Oh, da haben wir ihn. Den Shop. Ich glaube, da konnte man auch Knoten kaufen, ne? Irgendwie ging das doch. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kauf und Verkauf und Lager von Gegenständen zu späteren Verwendungen. Oh, guck mal hier. Anzug Level 2. 10.000 Credits. Oh, ich hab das fast. Oh, hier ist mein Anzug drin. Der erhöht meine Inventargröße. Was? 10.000 wollen die auch für einen Knoten?
Ja, so viel habe ich gar nicht. Ich habe nur noch eine Heilung. So viel zum Thema. Ich spare mich tot. Aber schon interessant, dass es einen Laden gibt, der solche Sachen verkauft, ne? Und deswegen müssen wir jeden Krümel, Credits und Co. mitnehmen. Uff. Boah, ey, sie wollten fliehen, aber... Es war einfach zu spät. Es gab kein Entkommen. Es waren zu viele Necromorphs und zu viele Wahnsinnige. Boah, wie geil das aussieht. Ja, wir haben noch nicht ganz 10.000 Credits. Ich habe noch einen Knoten. Ich glaube, den stecke ich wieder in meinen Plasma-Cutter. Na, ich muss jetzt hier weitermachen. So, Kapazität. Wie gesagt, ich liebe meinen Plasma-Cutter. Ob es noch den Erfolg gibt, das ganze Spiel nur mit Plasma-Cutter durchspielen? Wenn ja, let's do it. Let's do it, Plasma-Cutter. Na gut. Das ist der Weg. That's the way. Yikes. Alter, wie sein Schädel verdreht ist. Arme Sau. Dragonfly. Nichts, nichts, nichts. Okay, Krankenstation. Here we go. Was haben wir denn hier Schönes? Das Chinese-Modul. Jetzt können wir auch Sachen ranziehen. Kapitel 2. Ist da eine Leiche runtergefallen? Brocken zumindest. Aber ich muss sagen, so gruselig wie früher ist es nicht mehr, ne? Also auch hier, weil ja alle so kritisiert haben, ja, Callisto-Protokoll, null Horror. Ich glaube, da haben die auch relativ drauf gepupst, die von Callisto-Protokoll, weil sie gedacht haben, pff, kriegen wir eh nicht mehr hin. Das kann ich vergessen. Aber auch hier, ich finde es einfach auch nicht mehr so früher. Da war man halt auch anders drauf, vielleicht weil ich auch jetzt älter bin. Im Alter wird man ja immer abgestumpft. Ich bin eh abgestumpft bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, ob da noch eine Seele in meinem Leib ist. Oh. Komme ich auch so ran? Ja. Gab es hier noch was zu holen? Mal schauen mal. Ich glaube nämlich ja. Moment. Weiter geht's nicht. Okay. So, und jetzt den... Ja, guck mal, hier ist noch was. Cash. Dick Cash. Oh, Moment. An die kann ich mich auch nicht erinnern. Wir müssen die Stellung halten. Schwebt da eine Hand? Sie sind alle zurückgekommen. Ah nee, das steckt in ihr drin. Komm zu Daddy. Das ist die Klinge und die Hand hängt halt noch dran. Ach du heilige Kacke, guckt euch das an. Die haben die Leichensäcke wirklich mit Riemen und sowas zusammengebunden. Ich bin gespannt, wenn wir in den Bereich kommen, wo halt die Kirche dann ihre Symbolik und alles mit Blut an die Wand schreibt und so. Also ich mag die Sektenthematik total gerne hier drin. Ich finde das einfach ein cleverer Move.
Station ist erreichbar. Wow. Danke für Ihre Geduld. Ach, guck mal an. Krankenstation. Ach, wir können doch mit dem Ding hin und her cruisen, trotz allem. Weil früher sind wir ja so an die unterschiedlichen Orte zwischen den Kapiteln hingekommen. Das war dann die versteckte Ladezeit, ne? Die Reise mit der Station. Boah, wie gerne hätte ich so ein Tool. Einfach der Hammer, so ein Ding, ne? Oh Gott. Du bist ein neuer Shop. Isaac, hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Wir haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Finde den Rick des Captains. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Moment, was? Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Des Captain Spinz. Boah, dieses Geflüster und alles, das ist so heftig immer noch, ne? Ich muss sagen, es funktioniert auch ganz gut, obwohl ich jetzt natürlich alles weiß. Einmalig. Löten Sie's dran. Ma'am, löten Sie's dran. Lohnt sich definitiv. Aber auch die Knoten will ich alle haben, die man kaufen kann. Boah, geil. Sehr, sehr geil. Absolut cool. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, ans Gewinnspiel denken. Auf Wiedersehen und